Guten Abend, liebe Kinder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute machen wir wieder etwas sehr Schönes. Wir lesen ein Märchen und dafür habe ich mein Märchenbuch mitgebracht und dann werden wir jetzt daraus lesen. Mal schauen, was es da so gibt. Ah, Hänsel und Gretel. Es war einmal in einem großen Wald, lebte ein Holzhacker mit seinen zwei Kindern, Hänsel und Gretel, und seiner inzwischen zweiten Frau, da die erste Mutter leider gestorben war. Sie schlugen sich so durch und lebten in einer Hütte am Waldesrand. Und so lebten sie Jahr für Jahr in der ärmlichen Hütte am tiefen, dunklen Wald, der Schatten warf auf ihre Hütte. Und mit der Holzhackerei versuchte der Mann, seine Familie durchzubringen, was gar nicht einfach war. Und so kam es dann auch, dass nach einem langen, harten Sommer der Holzhacker mit seiner Frau Nacht für Nacht wach lag und überlegte, wie sie ihre Kinder und sich noch durchbringen konnten, weil sie kaum noch Brot hatten für sich. Doch der Holzhacker und seine Frau hatten eines Nachts die Idee. Sie wollten die Kinder im Wald aussetzen, da sie sie einfach nicht mehr ernähren konnten. Und so führten sie sie eines Abends in den Wald, entzündeten ein Feuer und sagten ihnen: Hier könnt ihr bleiben und euch am Feuer wärmen, während wir Holz hacken. Und wenn das Feuer niedergebrannt ist, dann holen wir euch wieder. Doch als es Nacht wurde und das Feuer niedergebrannt war, da merkten Hänsel und Gretel, dass ihnen sehr Angst und Bang wurde, weil ihre Eltern sie alleine gelassen hatten und das Feuer inzwischen aus war. Und sie wussten den Weg nach Hause nicht mehr. Und da wurde ihnen klar, sie hatten sich im Wald verirrt. Und so liefen Hänsel und Gretel verzweifelt durch den Wald. Sie hatten auch Hunger und suchten auf einem Weg nach Hause. Doch auf einmal sahen sie ein buntes, schönes Haus. Und sie waren ganz verzückt, denn es war mit Lebkuchen und Zucker überzogen. Und sie stürzten sich auf das Haus und knabberten es an, weil sie solchen Hunger hatten. Doch auf einmal kam eine alte Stimme. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Hänsel antwortete reaktionsschnell: der Wind, das himmlische Kind. Und die alte Stimme, die zeigte sich daraufhin. Ah, zwei Kinder. Oh. Und die alte Frau hieß die Kinder herzlich willkommen. Sie freute sich, dass sie da waren. Und sie gab ihnen erstmal richtig schön zu essen. Doch in Wahrheit war die alte Frau eine Hexe, die die Kinder ausnutzen wollte. Und so schnappte sie sich denn auch Hänsel und warf ihn ins Gefängnis, auf das sie ihn richtig schön mästen konnte. Und Gretel zwang sie zu arbeiten. Und sie selber gab Hänsel immer zu essen, auf das er fetter und fetter wurde und sie ihn am Ende essen konnte. Als die Hexe glaubte, dass Hänsel dick genug war, um ihn zu mästen, da fragte sie Gretel: Schau mal in den Ofen, ob der schon heiß genug ist. Doch Gretel war schlau und stellte sich dumm. Aber ich bin noch viel zu klein. Und da war die Hexe erbost und sagte: Ah, alles muss man selber machen. Und ich schaute ganz tief rein, ob der Ofen schon heiß genug war. Und da stieß Gretel die Hexe rein. Und die Hexe verbrannte und war besiegt. Und Hänsel und Gretel waren frei. Lief schnell zu Hänsel und befreite ihn aus seinem Gefängnis. Und da waren sie glücklich. Und so liefen Hänsel und Gretel schnell und glücklich und zufrieden nach Hause. Als sie am Waldesrand waren, da sahen sie endlich die Hütte des Vaters und liefen den Eltern freudig entgegen. Und auch die Eltern schlossen sie herzlich in die Arme, denn auch die Eltern hatten Hänsel und Gretel schon sehr, sehr vermisst.
Und so lebten sie denn alle Zeit glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich hoffe, euch hat das Märchen Hänsel und Gretel gefallen und euch wurde die Anregung gegeben, mehr Märchen zu lesen, denn da erfährt man viel, viel Gutes. Ich lese jetzt auf jeden Fall noch ein wenig weiter.